Moin. Nochmal zum Thema Stromlaufplan und zwar in diesem Fall mal zum Umschalter. Zuerst zu den einfachen Schaltern, die wir kennen. Ne? Das wäre hier das typische Schaltbild oder geschlossen. Zeichnet man es auch so. Nicht sehr schön, aber geht so zur Not. Ich habe das hier geschmiert, weiß ich. Oder es gibt auch Schalter, die werden nur so gezeichnet, so sind sie offen. Und hier haben sie keine Verbindung zu den Kontakten oder so geschlossen. Oder wenn man manchmal das auch so sieht, ein typischer Schalter, der hat dann plötzlich hier oben so ein komisches Ding drauf, als Drucktaster, als Einschalter, als überhaupt Taster feststellbar und so weiter. Also dieses Symbol, lasst euch da nicht verwirren, das ist jetzt nicht das Problem. Es gibt auch sogenannte Ausschalter. Wenn ich hier gesagt habe Einschalter, dann werden die immer im Außenzustand, also im offenen Zustand gezeigt. Ein Ausschalter wäre dann sowas. Dann hätte ich hier einen geschlossenen Schalter, wobei man diesen Teil des Schalters dicker malt und dann im Allgemeinen wieder irgendwie eine Betätigung drauf macht, sodass das ein geschlossener Kontakt ist. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, würde der sich dann, na, ein bisschen dicker, würde der sich dann öffnen. Gut, aber es geht ja um Umschalter. Kommen wir zum Umschalter. Na komm. Ein Umschalter, typisches Schaltbild, sieht so aus. Ein Zustand, noch ein Zustand. Übrigens, ich hatte hier oben, müsst ihr mal drauf gucken, hier erscheinen immer wieder links. Hier ist rechts, das weiß ich. Da ist so ein Kreis, da ist ein I drin. Ne? So, solche Dinger hier. Die erscheinen immer hier oben, deswegen habe ich das blaue Feld hier. Da kann man dann draufklicken und dann sieht man mehr. Jetzt habe ich diesen Umschalter so gezeichnet, dass ich sage, okay, oh, na, sollte eigentlich schwarz sein. Diesen Teil des Schalters, also den eigentlichen Schaltschwengel, den habe ich in diesem Fall hier oben drauf tippen lassen. Wenn man den hier betätigt, dann sieht er so aus, dann passiert das, dann sieht es so aus, dann ist er so. Und so weiter und so fort. Es müssen nicht immer die Leitungen in der Richtung abgehen, aber auf jeden Fall immer rechtwinklig. Also, das heißt, die Leitung kann auch nach oben und unten zeigen. Aber nicht so. Also, so. Ja, ich mache es schon automatisch so, wie es sein soll. Und ich habe hier eine Leitung und hier eine Leitung. Dann darf ich aber das nicht machen. Das geht nicht. Also, das hier ist verboten. Nicht erlaubt. So darf man es nicht zeichnen. Bloß das nebenbei. So, und jetzt gibt es aber auch Wahlschalter. Das ist auch ist nur eine Form des Umschalters. Also ich kann zwischen nicht nur, klar, hier habe ich auch die Wahl. Eine Seite, andere Seite. Aber ich könnte auch drei oder viel mehr Stufen einzeichnen. Und das war früher so bei alten Radios, wo man mehrere Wellenbereiche, Mittelwelle, Kurzwelle, Langwelle, Ultrakurzwelle einschalten konnte. Das wurde über solche Wahlschalter geregelt. Oder bei alten Fernsehern, Röhrenfernsehern, da hatte man sowas, um verschiedene Kanäle einzuschalten. Gut, so, das bis dahin. Also nochmal jetzt dann hier die andere Variante. Hier diese. Das wäre auch ein Umschalter. Und wenn man diesen Teil hier nicht bezeichnet, dann bedeutet das, der Kontakt ist gar nicht erst geschlossen gewesen. Warum ich das nochmal extra behandle, weil ich jetzt einen alten Stromlaufplan mir vorgenommen habe, eines alten Autos, das ist ein Renault. Ja, der hat vier Zylinder, weiß ich, aber. Und jetzt guckt euch mal diesen Stromlaufplan an. Und damals hatte es wirklich tatsächlich, bis auf die Leitungen, die waren einigermaßen gerade sonst, hat jeder versucht, irgendwelche Symbole einzufügen. Gut, hier sieht man, das sollte die Hupe sein, das ist ein Blinker, das ist noch ein Blinker, das ist ein Scheinwerfer, der andere ist jetzt mal nicht eingezeichnet. Achtung, das Ding hatte keinen Katalysator, hier geht es um die Tankanzeige, aber lassen wir das. Hier im Lenkrad ist die Hupe, hier, darauf kommt es mir an, hier, dieses Ding hier. Mal sehen, ob ich das jetzt hier bemalt kriege, hier. Das ist der Umschalter und ich zeige euch den dann gleich in Natura in einem alten Auto. Das aber zum nächsten Video. Das heißt, ich werde das da nochmal extra zeigen. In Natura, richtig an dem alten Auto. Hier haben wir diesen Umschalter. Hier, der ist es. Und ich habe mal die Leitungen bunt gemalt. Die waren früher nicht bunt. Nee, natürlich nicht. So, und jetzt gucken wir mal. Wenn man das alles verfolgt, hier kommt der ganze Kram von der Batterie bzw. vom Generator. Läuft hier zu einem speziellen, sagen wir mal, Zusammenfassungspunkt. Da wurden mehrere Leitungen aufeinander gekreuzt, beziehungsweise nicht gekreuzt, sondern richtig kontaktiert.
dann liefere hierhin zum Umschalter und dann entweder zur einen Seite oder zur anderen Seite. Nochmal ein kleines bisschen zurück das Bild. Hier zur einen Seite des Blinkers. Wobei es da noch einen Blinker gibt, aber früher hatte man eigentlich nur vorne die Blinker. Später wurden dann noch andere Blinker angebaut und der grüne läuft dann dort hier zum anderen Blinker. Also nochmal, hier im Nahen, das sieht dann so aus. Ne? Hier kriegt er seinen Strom. Das hier, ich mach, warte mal. Hier, diese Leitung, diese, von diesem Punkt hier. Hier kriegt er seinen Strom, das geht übrigens auch zum Scheibenwischer, da hat man einen extra typischen Schalter. So, das ist also praktisch die Stromzuführung. Das heißt, im typischen Schaltbild diese Sache. Dann kommt der eigentliche Umschalter und das ist in diesem Fall ein Wahlschalter, denn der hat drei Stellungen. Einmal gar keine, da ist nichts an. Einmal geht es zum einen Blinker. Das wäre in diesem Fall, machen wir das mal gleich rot. Das wäre dann dieser. Und dann geht es zum Nichts, zum Aus. So konnte man sich einen extra Anschalter und Ausschalter sparen. Und wenn dann der Schaltschwengel hierher gehen würde, dann würde er zum Grünen, ne? Also zum anderen Blinker gehen. So ist das gemeint. So war das früher. Wenn ich mir jetzt dieses Bild nochmal betrachte, das ist ja wirklich ein bisschen unübersichtlich, aber ich kann euch sagen, im Vergleich zu den heutigen PKWs ist das gar nichts. Das lässt sich wirklich leicht überschauen. Wie kommt man im Stromlaufplan zurecht? Wie ich es schon mal angedeutet habe, ich glaube, ich werde hier nochmal einen Link dazu anfügen. Man macht bloß Folgendes. Man sagt einfach, ja, was will ich denn wissen? Wie wird der Blinker zum Beispiel angeschaltet? Einerseits ist er auf Masse. Das Symbol Masse hatte ich schon mal dargestellt. Das wird heute gerne so dargestellt. Früher war das dieses Symbol und man sieht es auch heute noch. Das heißt aber Erde. Das heißt also gestrichelt deswegen, weil ein Kontakt in der Erde verschwindet. Ne, über Masse hat er einerseits seinen einen Pol und hier kommt der andere Pol. Und jetzt verfolgen wir mal, wo geht der hin? Hier wieder auf so einen Plug, also alle zusammengefasst, wo noch mehrere Kontakte sind und so weiter. Und dann läuft er hier rüber. Man verfolgt also einfach nur mit dem Stift, wo geht der ganze Kontakt hin. Und dann weiß man auch, wie der Strom fließt. Das ist eigentlich ganz einfach. So, jetzt freut euch, jetzt müsste gleich hier der Link erscheinen. Beziehungsweise, ja, doch. Ja, ich werde es hier machen. Wird der Link erscheinen, sodass man sieht, wie funktioniert das in Natura. Wie sieht so ein Umschalter tatsächlich aus und wie sieht das in so einem alten Auto aus? Ich hoffe, ihr habt wieder ein kleines bisschen mitgenommen und freue mich über Kommentare und so weiter. Also, na denn, lernt schön, lernen ist cool. Wer viel weiß, der kann das Wissen kombinieren und das nennt man Denken. Und wer nichts weiß, der muss glauben. Bis dann, tschüss.